Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute gibt es eine etwas umfangreichere Manga-Rezension. Umfangreicher in dem Sinne, dass ich davon schon ganze 4 Bände gelesen habe. Es handelt sich nämlich um das Land der Juwelen von Haruko Ichikawa. Das Ganze fing vor über einem Jahr an, auf Deutsch zu erscheinen, und zwar beim Manga Kalt. Das hier sind Rezensionsexemplare. Vielen Dank nochmal an den Verlag. Und heute möchte ich euch natürlich erzählen, worum es in der Reihe geht, wie mir die ersten 4 Bände hier eben gefallen haben und was ihr von dieser Manga-Reihe erwarten könnt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Ausgaben an. Ihr könnt es vielleicht erahnen, es sind etwas größere Manga-Ausgaben. Das ist ja im Moment ein eigentlich ganz schöner Trend, wie ich finde, einfach weil viele Zeichnungen in diesem etwas größeren Format echt toll wirken. Und auf der anderen Seite handelt es sich hierbei eben auch um Klappenbroschüren und dadurch sind die Manga eben auch um einiges robuster als ganz normale Manga. Das finde ich ganz toll. Dazu kommt dann eben auch noch, dass das Ganze in einer schönen Glanzoptik gehalten ist. Hier beim ersten Band ist es relativ durchgehend, aber ihr könnt es vielleicht schon erahnen, die Figuren sind eben glänzend, der Hintergrund nicht. Bei den anderen Covern ist es eben ähnlich und dann gibt es eben auch Cover, wo das ein bisschen weiter heraussticht. Also ich finde, hier bei diesem Unterwasser-Cover kann man das besonders schön sehen. Also das ist auf jeden Fall ein echt schöner Effekt. Und dazu kommt auch noch, dass in den Manga immer kleine Mini-Artworks enthalten sind. Und zwar ist dort immer das Cover drauf, aber eben auch ein Teil eines Bildes beziehungsweise ein verspiegeltes Bild. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht so gut erkennen, aber ich finde diese Mini-Artworks eigentlich ganz süß und finde es ganz schön, dass sie da mit drin sind. Die ersten paar Seiten in den Manga sind auch immer in Farbe gehalten. Dabei handelt es sich nicht unbedingt um Seiten, die eine Geschichte erzählen, sondern es sind oft einfach Artworks, Bilder, beziehungsweise gibt es am Anfang auch nochmal so eine kleine Personenbeschreibung, die eben auch in Farbe gehalten ist, was ganz hilfreich ist, denn es handelt sich, wie gesagt, um einen Manga, der im Land der Juwelen spielt. Und unsere Figuren sind allesamt zwar humanoid, aber es handelt sich um Juwelen. Das heißt, sie haben auch unterschiedliche Farben, Eigenschaften und so weiter. Und das kommt auf diesen farbigen Seiten natürlich ganz besonders zur Geltung. Pro Band kostet das Ganze übrigens 10 Euro. Finde ich völlig okay, gerade für dieses größere Format. Und ja, ich glaube, jetzt wisst ihr so einiges darüber, wie das Ganze im Generellen gestrickt ist. Also stürzen wir uns auf die Geschichte der Juwelen. In den Manga begleiten wir die Juwelen in ihrem Alltag und dieser ist nicht ganz unspektakulär, denn sie leben nicht einfach nur vor sich hin, sondern sind auch Tag für Tag durch das Mondvolk bedroht. Das Mondvolk möchte die Juwelen einfach als Rohstoffe nutzen, dafür sind sie sehr, sehr wertvoll, aber sie beachten dabei nicht, dass es sich bei den Juwelen um lebendige Wesen handelt und nach kommt auch durch, wie es überhaupt dazu kam, dass es sich hierbei um lebendige Wesen handelt. Das fand ich super spannend, denn das Ganze hat auch so ein bisschen was mit den Menschen zu tun und ich finde es einfach so spannend, wie der Kontext geschaffen wird zwischen lebendigen Wesen und den Juwelen. Also das hat mich wirklich begeistert, wie konsistent und auch irgendwie logisch aufgebaut das ist. Also gut, dafür, dass das jetzt so ein verrückter Kontext ist, fand ich es relativ logisch aufgebaut. Das hat mich auf jeden Fall begeistert und in dem Ganzen begleiten wir das Juwel Voss. Voss ist relativ unnütz in der Juwelenwelt, obwohl sie sich eigentlich nützlich machen möchte. Sie möchte mitkämpfen, doch sie darf es nicht, weil sie einfach viel zu fragil ist, um mitzukämpfen. Und dementsprechend muss eine Aufgabe für Voss geschaffen werden und so wird sie damit betraut, eine Enzyklopädie über die Juwelen zu schreiben. Es ist auch mehr oder weniger eine Fleißarbeit, um sie zu beschäftigen, damit sie den anderen nicht unbedingt in ihre Arbeit reingrätscht, denn Voss ist eben auch ein bisschen tollpatschig. Sie hat zwar ein gutes Herz, aber sie ist nicht unbedingt talentiert in irgendwas und somit wird sie mit dieser Aufgabe betraut und insbesondere im ersten Band begleiten wir sie bei verschiedenen Stationen, sie besucht verschiedene Juwelen und sie versucht eben irgendwie das Leben der Juwelen niederzuschreiben und so ein bisschen zu beleuchten, was es denn eben für unterschiedliche Juwelen gibt, was die so machen und beleuchtet dabei aber auch die Geschichte der Juwelen, wie das mit dem Mondvolk ist und so weiter. Also es ist eigentlich ein ganz netter Einstieg, weil die Lesenden dabei eben Voss auch begleiten und ganz viel über diese Welt lernen und somit ergibt sich das Worldbuilding dann eigentlich mehr oder weniger von selbst.
Was ich daran ein bisschen schade fand, gerade im ersten Band, ist, dass es doch sehr episodenhaft ist. Das heißt, man fiebert eigentlich gar nicht so richtig mit, denn man läuft einfach nur mit Voss mit, kriegt alles Mögliche mit, was da überhaupt passiert. Und ja, es hat mich nicht so richtig aus den Latschen gehauen im ersten Band, weil bei mir irgendwie der Funke nicht übergesprungen ist, wie ich da jetzt mitfiebern soll. Ich fand die Ideen allesamt zwar sehr, sehr originell, aber so ganz überzeugt war ich noch nicht. Also der erste Band, dieser hier, hat von mir 3,5 Sterne bekommen und ich war etwas skeptisch, wie das mit mir und der Reihe fortan läuft. Denn gerade wenn der erste Band nicht so richtig überzeugt, ist es dann eben doch nicht ganz so motivierend, dann auch noch die nächsten Bände zu lesen. Und das war auch eines meiner Probleme, warum ich relativ lang für diese 4 Bände gebraucht habe. Die gute Nachricht ist, es geht mit den Bänden deutlich bergauf, denn ab dem zweiten Band haben wir auch eine relativ fortlaufende Geschichte, denn Voss klemmt sich immer mehr dahinter, die Wahrheit über die Juwelen und das Mondvolk herauszufinden, und dabei begibt sie sich eben auch auf relativ, ja, gefährliches Terrain, denn sie tut natürlich so einige Sachen, die sie eigentlich nicht machen soll. Und so führt sich die Geschichte dann nach und nach fort und man hat dann zwischendrin auch immer so ein paar Mindblows, die einfach so viele Dinge erklären, die da eben mit drin sind. Und alles in allem muss ich echt sagen, dass die Geschichte sich macht. Dem zweiten und dritten Band habe ich dann jeweils 4 Sterne gegeben und der vierte war sogar bei 4,5. Also es wurde für mich immer, immer besser mit den Bänden, aber alles in allem muss ich echt sagen, dass es für mich keine komplett runde Sache ist. Ich war jetzt vom vierten Band schon echt überzeugt, aber die Reihe hat es bei mir nicht so ganz auf die 100% geschafft, die sie hätte erreichen können. Einfach weil dieser Plot auch so einzigartig ist, wäre da auf jeden Fall sehr, sehr viel gegangen, aber gerade Manga, die sehr aus der Masse herausstechen, haben ja auch gern mal das Problem, dass sie dann vielleicht ein bisschen zu verrückt sind. Und ja, ich sag mal, verrückt ist das, was ihr hier bekommt, definitiv. Denn wer denkt sich schon lebendige Juwelen aus? Es ist eben schon ein bisschen spezieller. Ein ganz wichtiger Aspekt beim Land der Juwelen ist die Sprache. Denn Juwelen haben natürlich an sich kein Geschlecht und das wurde in der deutschen Übersetzung eben auch berücksichtigt. Im Japanischen gibt es ja keine richtigen Geschlechtsformen, bis auf vielleicht Höflichkeitsanreden, aber hier wurde im Deutschen eben auch darauf geachtet, dass eine neutrale Form verwendet wird. Es wurde dafür dann eben auch eine eigene Form von Pronomen gefunden. Fand ich eigentlich an sich ganz spannend, aber ich finde es irgendwo auch so ein bisschen kritisch, denn ich finde, dass auch wenn es sich hierbei um Juwelen handelt und oberflächlich der Anschein erweckt wird, dass es hier eine relativ genderneutrale Welt gibt, ist es in der Geschichte nicht ganz so sehr umgesetzt. Also man sieht es im Grunde genommen auch schon auf den Covern. Also die Figuren sehen in der Regel relativ feminin aus und haben eben auch, was die Kostüme anbelangt, oft eher was von Schulmädchen, sage ich mal. Also zumindest wirkt die Gestaltung so. Es gibt zwar in der Regel keine Geschlechtsmerkmale, aber die Ausgestaltung widerspricht diesem Genderneutralen, das da aufgebaut wird. Und dazu kommt auch noch, dass die Juwelen ein Oberhaupt haben. Und dieses Oberhaupt ist eben auch sehr männlich gestaltet. Und das ist eine Sache, die kann man durchaus als Kritikpunkt sehen. Ich möchte dabei aber nicht sagen, dass man das mit dieser genderneutralen Sprache hier hätte lassen sollen. Also es ist einfach was, das eben auch nicht ganz stimmig ist, aber ich fand es sehr spannend, dass man es hier einfach mal versucht hat und es funktioniert ja auch. Es ist eigentlich eine Sache, die nicht schwierig ist und selbst wenn man diese Pronomen zum allerersten Mal sieht, also es sind immer Pronomen, die mit X anfangen und dann eine Mischung aus sie und er oder halt den entsprechenden zugehörigen Pronomen sind. Und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht und man gewöhnt sich daran auch mega schnell, aber gerade so im Laufe der Bände kam in mir immer mehr die Frage auf, ob das bei der Charaktergestaltung bzw. der Gestaltung der verschiedenen Charaktere überhaupt so zu 100% passt und sinnig ist. Und da bin ich noch so ein bisschen gespaltener Meinung, aber alles in allem finde ich es halt super spannend, dass man es hier einfach mal ausprobiert hat. Fand ich auf jeden Fall insgesamt echt gut. Gerade diese Oberhauptfigur ist auch wahnsinnig spannend insofern, als dass man nach und nach einfach auch immer mehr
bemerkt, dass diese Figur so viel mehr weiß als alle anderen Figuren. Und dazu muss man eben auch sagen, es handelt sich hier um eine relativ kleine Gruppe von Juwelen. Davon gibt es einfach nicht mehr viel. Und insofern sind sie für das Mondvolk natürlich immer wertvoller. Auf der anderen Seite handelt es sich eben auch um eine kleine Gesellschaft, die sehr darauf bedacht ist, ja, keine Verluste zu erleiden. Ja, es ist alles nicht so ganz einfach, aber je mehr ich in diesen Manga gelesen habe, desto interessierter war ich eben auch daran, was denn nun die große Wahrheit ist, die große Auflösung. Es ist natürlich bei so einer etwas längeren Manga-Reihe immer die Frage, wann man diese Auflösung überhaupt bekommt oder ob man sie bekommt. Sie schafft es eben doch im Laufe der Bände ein gutes Interesse zu erzeugen und das möchte ich der Reihe definitiv auch zugutehalten. Ja, kommen wir vielleicht noch mal kurz zum Zeichenstil und da war ich auch so ein bisschen gespaltener Meinung. Ich finde halt, dass die Zeichnungen doch so wirken wie in etwas älteren Manga. Und ich dachte eigentlich erst, dass wir hier irgendwie eine Reihe aus den 80er, 90ern in den Händen halten. Nichtsdestotrotz ist das eben eine moderne, zeitgenössische Reihe. Aber ja, also alles in allem sind die Charaktere auch sehr eigengestaltet. Das ist irgendwo eben auch völlig okay, denn es sind zwar Humanoide, aber keine Menschen, es sind Juwelen und insofern können die ja aussehen, wie sie wollen. Aber es war schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und auch die Umgebungen sind manchmal eben auch so ein bisschen eigen, denn teilweise sind sie ganz nett ausgestaltet, aber in vielen Momenten haben wir es dann eben doch mit einer relativ schlichten Kulisse zu tun. Viele einfarbige Flächen, große Formen. Alles in allem befinden wir uns sehr oft auf weiter Flur und auch die Charaktere sind sehr eigen, was ihre Körperdarstellung anbelangt. Also es sind alles sehr, sehr schlanke und hochgewachsene Figuren und das fand ich erst etwas befremdlich. In den Kampfszenen sieht das Ganze unheimlich spektakulär aus, denn dadurch, dass jetzt alles nicht fürchterlich detailreich ausgestaltet ist, gibt es natürlich einiges an Raum für Dynamik. Und die kostet dieser Manga wirklich aus. Das ist richtig toll gelungen. Aber ich möchte euch an der Stelle natürlich auch wieder darauf hinweisen, dass es vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Von daher kann ich euch einfach empfehlen, mal reinzulesen, reinzuschauen. Und ja, ich hoffe, dass meine Beschreibungen jetzt an der Stelle nicht zu vage sind. Aber es ist einfach ein Manga, bei dem ich mir ganz gut vorstellen kann, dass sich hieran doch ja, die Meinungen deutlich unterscheiden. Ich schätze, es wird echt einige Leute geben, die völlig drauf abfahren. Gerade Leute, die lieber verrückte Manga lesen, die es so eben noch nicht gab. Und ich finde, das, was man hier liest, das gab es so einfach noch nicht. Das ist neu und das ist eigentlich auch ziemlich cool daran. Auf der anderen Seite Leute, die vielleicht doch eher die breite Menge der Manga mögen, werden hiermit vielleicht ihre Probleme haben, einfach weil das Ganze so raussticht und weil diese Manga-Reihe doch ein kleiner Sonderling ist. Also insofern kann ich euch jetzt nicht großartig dazu oder davon abraten. Ich muss einfach sagen, schaut rein, überzeugt euch selbst und entscheidet selbst, ob diese Manga-Reihe etwas für euch ist. Aber ich hoffe einfach, dass ich euch mit dieser Rezension vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnte, euch so ein bisschen erzählen konnte, wie das Ganze gestrickt ist und euch ein Gefühl vermitteln konnte, ob das Ganze vielleicht eher oder vielleicht eher nicht etwas für euch ist. Und ja, das war's jetzt auch schon von mir. Nun meine Frage an euch: Habt ihr diese Manga-Reihe schon mal gesehen oder vielleicht sogar angefangen? Schreibt es mir sehr gern in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!